Wieso stecke ich im Backofen? Wie ist das denn erst passiert? Zu jedem Geburtstagsmenü gibt's ja noch ein Spielzeug. Hier, ein Messer. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einem lustigen Minecraft-Abenteuer mit mir, eurem sprechenden Brötchen, dem Kopper. Wir sind heute in einer Bäckerei und müssen mit einer Mod verschiedene Törtchen, aber auch Brötchen backen. Unterschiedliche Teigwaren, um den Hunger von Bewohnern zu stillen. Demnach, unser Lumpi ist natürlich auch am Start. Hallöchen! Nur gemeinsam werden wir zum ultimativen Bäckermeister. 24 Stunden leben als Bäcker, hoffentlich werden wir nicht gefeuert. Spaß beiseite, gehen wir direkt los auf zu unserem Arbeitsplatz. Hier, echt schön, mit der Mod erhalten wir neue Tische und Stühle. Da sitzen schon einige Gäste. Außerdem haben wir hier draußen ein Aushängeschild. Leider können wir das nicht beschriften. Was haben wir denn im Angebot? What? Es gibt Krickelkrackel? Das ist ja mein Lieblingsessen. Auf geht's, wir dürfen nicht zu spät sein, unser Arbeitstag kann beginnen. Schönen guten Tag, der Bäcker ist da. Wer hat Hunger? Da sind wir schon, hier ist einiges los. Viele Leute, viele Bewohner, die haben alle Hunger und wollen was zum Essen haben. Hier sehen wir schon, wir werden Marmelade kochen, haben einige Gläser, die man sich auf sein Brötchen schmieren kann. Also nicht die Gläser, sondern die Marmelade. Ah, ihr wisst doch, was ich meine. Genug geredet, nehmen wir direkt die erste Bestellung auf. Aha, hier ist eine Bewohnerfamilie, die Geburtstag feiert. Die Le Copa Bäckerei ist der beste Ort zum Feiern. Was können wir dir denn zur Feier des Tages bringen? Ich wünsche mir einen Schokoladenkuchen. Du möchtest einen Schokoladenkuchen zum Geburtstag haben? Da ist mir vor 2 Wochen versehentlich ein Fußnagel draufgefallen. Verrückt, oder? Wieso findest du das nicht witzig? Was hast du eigentlich geschenkt bekommen? Nein! Oh mein Gott! Ein Creeper und ein Bewohnerkuscheltier? Ganz ehrlich, am liebsten würde ich die klauen, aber nein! Sowas würde ich niemals tun! Machen wir uns auf den Weg zur Küche, jetzt wird gebacken! Ein Schokoladenkuchen kommt sofort, das Backen kann beginnen! Da sind wir schon! Hier sind wir in unserer wunderschönen Backstube. Mit der Mod erhalten wir Ablagen, Schubladen, normale Schränke, aber auch Wandschränke. Die Wandschränke sind ein wenig schmaler. Hier der Vergleich. Diese bieten nicht so viel Platz. Für unsere Bäckerei sehen sie aber richtig awesome aus. Guck mal, super lecker. Hier in diesem Schrank liegt schon einiges an Gebäck. Ein bisschen ausgetrocknet, aber das ist okay. Das kann man noch essen. Außerdem haben wir 3 Geräte. Die Kuchenstation für Torten, die Backstation für Brote und darauf werden wir gleich einen Topf stellen für unsere Marmeladen und Schokoladencreme. Wie das funktioniert, dazu kommen wir gleich. Die Backstation gibt es in vielen Variationen. Von den Funktionen sind die alle identisch. Bevor wir gleich in die Hände spucken und den ersten Teig kneten, wir haben 2 neue Pflanzen zum Ernten. Zum einen Erdbeeren für die Erdbeermarmelade oder einem Erdbeerkeks und Hafer. Damit werden wir gleich Teig zubereiten. Alternativ kann man auch das als Baumaterial nutzen. Außerdem haben wir neue Deko-Elemente passend zu unserer Ernte. Die können wir ganz einfach craften. Als Kind hat mich meine Mutter zum Fasching als Erdbeere in die Schule geschickt. Andere waren Piraten, Prinzessin, Spider-Man. Und ich war eine Erdbeere. Bevor wir gleich loslegen, mit der Mod werden Backstuben in eurer Welt generiert. Dort finden wir einige Blöcke, die wir auch in unserer Bäckerei gefunden haben. Außerdem kann irgendwann der Herr Müller auftauchen. Guckt ihn euch an, mit seinem Schnauzer. Dieser vertauscht uns die notwendigen Geräte, damit wir die besten Brote und Törtchen backen können. Kommen wir endlich zum Backen zur Geburtstagstorte, dem Schokoladenkuchen. Aber nicht vorher essen, sonst hau ich euch mit dem Nudelholz. Regel Nummer 1, vor dem Backen Hände waschen. Ganz wichtig, nicht, dass ich wieder Ärger bekomme, nur weil ich es nach dem Klo einmal vergessen hatte. Das kann doch jedem mal passieren. Das hier ist das Waschbecken. Nachdem wir einen Eimer mit Wasser gefüllt haben, können wir jederzeit den Hahn aufdrehen. Wir bekommen unendlich viel Wasser. Demnach, als erstes brauchen wir eine Schokoladencreme. Dazu schnappen wir uns einen Kochtopf und stellen diesen auf den Herd. Da fängt er auch schon an zu blubbern. Leute, es kocht schon. Hä? Ich glaube, ich habe den gestern nicht sauber gemacht. Egal, das kann man noch essen. Achtung, Lumpi, nicht zu nah. Nicht, dass du dich verbrennst, das ist heiß und fettig. Wie ich. Nee, Moment, warte. Für die Schokocreme müssen wir Schokolade herstellen. Dafür benötigen wir Zucker, Kakaobohnen, Milch,
sowie eine Schüssel. Damit haben wir alles. Und jetzt müssen wir das Ganze zusammenwerfen. Hier sehen wir, was wir alles im Topf herstellen können. Verschiedene Marmeladen, die wir aufs Brot schmieren können und Pudding. Über das Menü können wir alle Rezepte sehen, die man im Topf herstellen kann. Das ist für Doofe. Das ist ja perfekt für mich. Also warte. Demnach einfach alles in den Kochtopf gegeben und natürlich eine Schüssel. Nachdem wir ein bisschen gewartet haben, erhalten wir 4 Schokoladenstückchen. Da sind sogar richtige Pralinen draus geworden. Geheimrezept. Hä? Wo ist die Schüssel? Haben wir die etwa in die Schokolade verarbeitet? Oh, ja gut. Bei Le Copas Bäckerei wird alles aufgegessen. Auch die Teller. Hä? Wieso stecke ich im Backofen? Wie ist das denn jetzt passiert? Ich bin stuck. Bester Bäcker der Welt. Nom 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 nom. Ich lecke immer das Essen an. Ich muss ja wissen, ob es was geworden ist. Damit die Bewohner nicht so lange auf ihre Bestellung warten, wir können mit einer Truhe und Schokolade eine Schachtel mit Pralinen herstellen. Hier können wir reingreifen und jeder kann sich ein Stückchen Schokolade nehmen. Jetzt müssen wir nur noch die Stückchen in Schokoladencreme verwandeln. Dafür benötigen wir Milch und Zucker. Sowie ein Glas. Auch das in den Topf reingeworfen. Auch hier müssen wir mal wieder kurz warten. Und wir erhalten unsere Schokoladencreme. Die gute. Mit Stückchen. Ich hoffe, das ist Schokocreme. Das sieht so aus, als hätte ein Bewohner reingeschissen. Das klang nach Scherben. Als nächstes brauchen wir nur noch den Tortenboden. Hierzu benötigen wir erstmal Teig. Ganz einfach mit Wasser, Zucker und Weizen zusammengeknetet. Damit haben wir den Süßteig zubereitet. Die Hefe erhalten wir mit Wasser, Zucker und Pilzen. Und jetzt müssen wir den Süßteig, Hefe, damit der Teig aufgeht, und ein Ei in den Ofen schieben, damit wir den leeren Kuchen erhalten. Das riecht fantastisch. Und zack, damit haben wir unseren Kuchenboden. Natürlich sehen wir, dass wir mit dem Backofen verschiedenste Brotsorten herstellen können. Der ein oder andere Bewohner wird sicherlich gleich eins bestellen. Unser Hündchen will aber nicht den Kuchenboden essen, oder? Was? Du kannst doch den Kuchen nicht essen. Das ist doch für das Geburtstagskind. Spuck ihn aus. Den brauchen wir doch noch. Das gibt's doch nicht. Damit sind wir fast fertig. Auf zur Tortenstation. Auch hier gibt es die ganzen Rezepte. Es gibt einige Törtchen, Kuchen, aber auch ganz besondere Kekse, die wir hier backen können. Oh, das ist mega awesome. Hier können wir den leeren Boden mit unserer leckeren Schokocreme übergießen. Kurz gewartet. Tada! Damit haben wir den Schokoladengeburtstagskuchen. Haha! Hä? Wieso ist da was Weißes drauf? Was ist das denn? Haben wir etwa einen Fehler gemacht? Ja, kein Problem. Ich bin Profikoch. Wir treten das mit unseren Füßen einfach in den Kuchen, dann fällt das nicht mehr auf. Das mache ich immer so. Die Koppertechnik hat noch nie versagt. Hey, Geburtstagskind! Deine Wunschbestellung ist da. Wir haben deinen Schokoladenkuchen. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich hoffe, er schmeckt dir. Ich hatte den auch im Mund. Der schmeckt echt gut. Haha, wir werden ihn dir noch klein schneiden, damit du nicht alles auf einmal essen musst. Ach, stimmt ja. Zu jedem Geburtstagsmenü gibt es ja noch ein Spielzeug. Was? Das habe ich nicht vergessen. Hier, ein Messer. Viel Spaß damit. Weiter geht's. Kommen wir zur nächsten Bestellung. Willkommen bei Coppers. Was können wir euch Hübschen denn bringen? Vielleicht, wie wär's vielleicht mit einem Törtchen? Schönen guten Tag. Wir hätten gerne ein vegetarisches Sandwich und ein Sandwich mit Fleisch. Ein vegetarisches Sandwich. Tut mir leid. Wir haben nur Essbares im Haus. Nein. Das ist mein voller Ernst. Bitte verlassen Sie meine Bäckerei. Kleiner Scherz, gehen wir direkt wieder zurück in unsere Küche. Jetzt wird gebacken. Kommen wir zum Brot. Für Sandwich können wir irgendein Brot belegen. Zum Beispiel ein Toast oder das gute Graubrot. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Baguette-Sandwich. Auf Französisch backt es sich am besten. Et attention, nous avons les pâtes. Le Hefe, das Ganze lediglich in den Ofen geschoben. Attendre un peu. Et voilà. Oui, oui. Trois baguettes, monsieur. Frisch gebacken. Ich habe das Gefühl, wenn ich weiter auf Französisch rede, bekomme ich eine Backpfeife. Das Beste, wir haben 3 Baguettes, brauchen eigentlich nur 2. Das heißt, ich kann ein Baguette in mich reinschieben. Haha.
Lecker! Wir sind voll? Für 3,5 Minuten? Das ist voll unlogisch. Normalerweise esse ich 10 Brötchen zum Frühstück. Und jetzt müssen wir das eine mit beliebigem Fleisch belegen, zum Beispiel mit Steak. Wieso können wir nur ein Steak drauflegen? Ein Quadruppelbaguette! Sonst wird man doch nicht satt. Das vegetarische Sandwich, das müssen wir mit Karotten und roter Beete belegen. Ja, rote Beete Karotten Sandwich. Rote Beete Karotten Sandwich. Bevor wir die Bestellung abgeben, wir haben auch eine Brotbox. Hier können wir Brot lagern. Das ist auch nicht schlecht. Le, Bestellung ist fertig. Wir haben das Sandwich. Le Baguette. Einmal das normale Sandwich. Bitteschön. Und dieses Unglück. E bon Appetit, verschluckt euch nicht. Weiter geht's, machen wir uns direkt auf zu den nächsten Gästen. Wer hat Hunger, wessen Magen knurrt am lautesten? Schönen guten Tag, willkommen bei Bäckerei Koppers. Der mit dem größten Brötchen und dem längsten Baguette. Ja, hey, wir hätten gerne den XXL Brotkorb, dazu ein Glas Apfelmarmelade. 4 Brote mit Apfelmarmelade? Fantastische Wahl, das hätte ich auch gekauft. Lauft nicht weg, eure Bestellung kommt sofort. Apfelmarmelade, da ist mir neulich mein Taschentuch reingefallen, aber hat keiner gemerkt. Ha. Schritt Nummer 1, fangen wir direkt mit der Marmelade an, die ist am einfachsten. Dazu brauchen wir Apfel sowie Zucker. Und natürlich ein Gläschen. Die ganzen Items natürlich in den Topf geschmissen. Und auch hier müssen wir wieder warten. Und schon haben wir die Apfelmarmelade. Haha. Schritt Nummer 2. Der Brotkorb besteht aus einem Brotkorb. Und hier müssen wir 5 Brote reinlegen. Richtig lecker. Baguette, Brötchen, geflochtenes Brot und eins unserer Wahl. Perfekte Auswahl. Das ist für jeden was dabei. Fangen wir mal mit dem Kneten an. Nehmen wir am besten direkt Süßteig, Teig, Hefe und Eier mit. Des Weiteren benötigen wir etwas Wasser. 4 Brote heißt es zu backen. Let's go! Erst Süßteig, Teig und Hefe. Kurz gewartet. Und zack, fertig. Unser Baguette. Als nächstes Teig, Ei und Hefe. Auch hier dauert es ein wenig. Und wir erhalten unsere Brötchen. Wäre cool, wenn wir daraus ein Käsebrötchen machen könnten. Oh, Käsebrötchen wäre so geil. Dann Süßteig, Teig und Zucker. Sollten wir das lang genug im Ofen schmoren lassen, dann bekommen wir damit unser geflochtenes Brot. Und das beste Brot der Welt mit Teig, Hefe und Wasser. Trommelwirbel, macht euch bereit für das Graubrot. Wo sind die Graubrot-Fans? Hallo? Niemand? Jetzt müssen wir das Ganze schön anrichten. Dazu alle Brote und Brötchen in das Körbchen geworfen. Dieses können wir nun irgendwo hinstellen. Und unsere Backwaren sogar einzeln rausnehmen. Diese Mod ist einfach toll. Auf geht's, die Bestellung ist fertig. Bewohner, wir haben da was für euch. Die Brote frisch gebacken. Vor allem, neulich war so ein Typ mit einem blauen T-Shirt in meiner Bäckerei. Er wollte die ganze Zeit ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig haben. Den habe ich direkt rausgeworfen. Ganz komischer Typ. Ganz gefährlich. Hey, was geht ab? Hier haben wir euer Frühstück. Das ist sehr viel. Bitteschön, lasst es euch schmecken. Wisst ihr was? YouTube ist mir egal. Ich werde ab sofort Bäcker. Bester Job der Welt. Das kann ich wenigstens. Haha. Was zum... Was? Lumpi? Lumpi! Was ist denn hier passiert? Was hast du angestellt? Die Marmelade, unsere Brote, unsere Törtchen. Du hast alles aus den Schränken gerissen? Warum hast du das getan? Das hatte ich doch letzte Woche erst gebacken. Du kannst doch nicht unsere Küche so ruinieren. Was ist, wenn die Lebensmittelpolizei kommt? Schnell, wir müssen das sauber machen. Sonst gibt's richtig Oh, Tag auch. Das waren wir nicht. Das war dieser kleine Bewohner. Ich hab's ganz genau gesehen. Bitte was? Ich muss meine Bäckerei schließen und du willst mich in Marmelade verwandeln? In Koppermarmelade? Tja, sowas geht aber nicht mit dieser Mod. Ja, ganz wichtig, eine weitere Mod vom selben Entwickler ist die Strandparty-Mod. Ein lustiges Abenteuer, was ihr unbedingt sehen müsst. Ich werde es jetzt auf dem Bildschirm verlinken. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Das war der Le Copa mit Lumpi. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.